Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir wissen, dass wir dem G-Virus gegenüberstehen werden und den schauen wir uns jetzt mal an. Wir rüsten uns jetzt dieses Mal noch ein bisschen aus, weil das war richtig übel. So, eben kurz. Hatten wir die Sachen schon eingesammelt? Vorm Start? Ah, nee, aber da wir Fortsetzen gedrückt hatten. Okay, wir haben hier die Patronen. Vielleicht sollten wir ein paar mehr haben. Ja, wir haben ja ein bisschen was. Ne? Da können wir ja rausnehmen. So. Kombinieren damit. Haben wir noch mehr. Kombinieren damit. So, haben wir 11 Schuss. Das haben wir. Granaten. Ich weiß nicht, ob sie uns helfen werden, aber wir nehmen noch welche mit. Okay, Vergiftung. Sehe ich jetzt nicht, dass wir hier welche bekommen können, aber wenn wir schon mal hier vorgemischte Kräuter haben, nehmen wir die auf jeden Fall. Handgranate können wir herausnehmen. So. Den T-Ventilgriff, den haben wir noch nicht verwendet gehabt. Wenn wir jetzt alles sortieren. Also wir haben echt viel Schießpulver. Auch gerade hier Schießpulver groß jetzt ein paar Mal. Was gar nicht mal so schlecht ist. Ganz kurz speichern, nicht, dass das nicht übernommen wird. Wir benutzen dafür einfach den 19. Können auch den 20. nehmen. Ne, wir speichern jetzt einfach nicht. Also, ich glaube, das lohnt nicht. Jetzt machen wir ihn platt. Komm her, Dude. Achso. Ey, wir waren schon drüben. Und dann passiert... Boah, sowas. So, schieß hier in das Auge. Dreh dich um. Dann schieß hier in das Auge. Bin mal eben kurz vorbei. Dankeschön. Ich muss mal eben an das Auge auf deinem Rücken. Warte mal. Oh. Alter! Was der für eine Reichweite hat. Wow. So. Können wir dich jetzt... Der brennt! Können wir dich jetzt finishen? Oh oh. Mal eben nachladen. So, wie machen wir das jetzt am besten? Zeig mir nochmal deine scheiß Augen da. Oh oh, er hat schon wieder genug. Alter. Scheiße, jetzt hätten wir das am Rücken. Oh oh, was macht er? So, das am Rücken haben wir, das ist das Schwerste. Zeig nochmal die anderen. Oh oh. Nein, shit. So, das am Bein. Verdammt. Nein. Boah, schieß mich einer an. Ich brauch mal eben... Wollte eigentlich scheiße sein, aber... Schießen hier einer an, geht auch. So, zeig mir das nochmal. Verdammt! Dreh dich um. Scheiße! Boah. Ein Schuss noch. Echt jetzt? Boah. Wie der daneben ging. Das war sowas von knapp. Oh oh. Das kann doch nicht wahr sein. Handgun! Ah! Das ist dein Scheißernst, Junge. So, einsammeln. Pistolenmunition, sehr schön. 50 Stück. Och, das gibt's doch nicht. Der reißt schon wieder was ab.
So, gehen wir hin. Okay, das fliegt einfach mal da durch. Oh, oh. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, oh. Heilen oder nicht heilen? Heilen oder nicht heilen? Heilen oder nicht heilen? Familien. Ich heile. Hat er schon wieder was rausgerissen? Oh, was? Nee. So, jetzt beruhig dich mal. Und lass mich dein scheiß Auge da. Da treffen. Zeig mir dein Drecksauge. Zeig es mir. Oh oh. Oh oh. Alter, voll im Berserker-Modus. Können wir es nicht treffen im Modus? Ah! Alter. Jetzt dreh dich bitte um. Oh, nicht dafür. Kann doch nicht wahr sein. Wenn wir jetzt nichts machen, dann sind wir tot. Ich weiß nicht, ob Feuer was bei dem bringen wird. Also er brennt schon mal. Komm, renn weiter, bitte. Renn weiter. Das war noch nicht alles, oder? Das war doch sicherlich noch nicht alles. Oh, das war alles. So. Wir haben noch nicht alles gelootet. Junge, 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 Junge. Mitnehmen. Ich weiß nicht, was da noch auf uns zukommt. Aber wir nehmen den ganzen Crap lieber mal mit. Alter. Also gefühlt war das ein bisschen Glück gewesen, dass wir das doch echt gut überlebt haben. Ja, dann nehmen wir das da noch. Warte mal. Hier ist echt noch was. Muss man eben ganz kurz gucken. Wir haben jetzt eine normale Granate, eine Flashbang. Ach ja. Nalan. Kriegen die hier auch noch mit. Und die Patronen kriegen wir auch noch mit. Alter, haben wir hier viel Schuss bekommen. Und das, weil wir nicht viel Schuss benutzt haben. Das ist auch super. Oh, was haben wir da noch? Noch eine Flashbang. Wir jetzt alles? Ja. Ja, hoch, bitte. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Oh, oh, oh. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt... Da gibt es auf jeden Fall was nachzudenken. So. Hä? Achtung, unautorisierte Entfernung.
Was? Was sind denn rausgebrochen? Sieht ja alles in Ordnung aus, also dafür, dass er irgendwo rausgebrochen sein soll. Die? Ah, jetzt lebt ihr alle gleich, ne? Können wir sagen, was ihr wollt. So. Was können wir denn mal weglegen? Hier, wir brauchen nicht so viele Granaten. Flashbangs will ich nicht haben. Schutz ist auch in Ordnung. Wobei ich lieber das 60er-Pack wegwerfe und das 37er mitnehme. Wir haben ein Erste-Hilfe-Spray. Was uns fehlt, sind gegebenenfalls Schrotpatronen. Dafür nehmen wir einmal groß und einmal hochwertiges. Dann basteln wir daraus Schrot. Wir können das mal eben nachladen. Gut. Jetzt haben wir 3 Plätze frei. Und ich denke, das reicht. Ansonsten können wir notfalls auch noch unseren Flammenwerfer nachladen. Hier war alles in... Nee, hier war nicht alles in Ordnung. Wir sind hier noch. Haben wir nicht eingesammelt. Da kommen wir nicht ran. Da ist nichts. Das haben wir benutzt. Wo liegt hier was? Ah, okay. Jetzt haben wir alles. Zentralen Fahrstuhl, das muss ja das Ding in der Mitte sein. Der mal nicht wiederkommt, der Idiot. Tschüss! Oh! Was? Sie hat das gehackt. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon 2. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tue es nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mache doch nur meinen Job. Und ich mache meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Was zum Teufel macht ihr da? Erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Was? Oh! Okay, scheiß auf die Probe. Jetzt kriegt niemand die Probe. Auf dich auf, Leon. Nein! Oh!
Okay, 10 Minuten. Wir haben sie nur fallen sehen. Ist sie jetzt tot? Weiß ich nicht. Ist das der... Ach, noch tiefer. Wow. Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht nicht so aus, als wenn das so gehört. Doof. Spray. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer ist da? Hm? Claire? Claire! Ja, cool. Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Haben wir gemerkt. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt. Okay. Allen Scheiß einsammeln und wenn es geht, gut ausrüsten. Mit dem Messer zum Beispiel. Aber... Wo zum Henker ist Mr. Egg? Hä? So. Wir nehmen einfach mal das alles mit. Die ist durchgeladen. Das weg. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Ein Messer können wir weglegen. Wir brauchen jetzt nicht hektisch hin. Wir nehmen einfach mal... Wir basteln uns noch ein bisschen Mech-Munition. Nur für den Fall. So, da haben wir jetzt wieder was. Wir haben zwei Sprays. Wir haben fünfmal Schrot. Fünfmal Schrot rein, bin ich. Herausnehmen. Was wird eigentlich aus groß und groß? Na toll. Daraus werden 60 Schuss. Okay, nice. So. Gut, können wir verstauen. Mal eben durchsortieren. Dann brauchen wir mal eben groß. Und hochwertig. So, nochmal ein Pumpgun. Jetzt haben wir noch einen frei für eventuellen Bedarf. Aber wir müssen aus ziemlich tief wieder hoch sowieso. So. Einmal eben kurz speichern. Wir haben ja noch den 20. Platz frei. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich hoffe, ist das bereits alles richtig. Was zum... I. Renn. Genau, umfallen, vom Boot weiterbrennen. Komm. Was? Jetzt brenn doch! Nee, das lassen wir hier. Vergiftung haben wir eh nichts mit am Hut derzeit. Ich würde ja am liebsten alles einsammeln, aber... Scheint ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache zu sein, so. Ui! Renne!
Ich muss eben nachladen, Moment. Renne. Müsste reichen, oder? Ach komm. Jetzt reicht's. So. Exit. Was ist hier? Normales Kraut. Müssen wir hier runter oder müssen wir durchs Exit? Bin nicht sicher. Achso, aha, das ist das Exit. Alles klar. Ein grünes Kraut. Wir sind nicht angeschlagen oder sonst irgendwie was, haben allerdings einen Platz jetzt frei. Kurz Pumpgun durchladen. Die durchladen. Gut. Dann nehmen wir es mit. Man weiß ja nie. Wer ist mit runterrutschen? Ah ja, vergessen, ist kein Dark Souls. Was? Ach du schon wieder! Soll das ein verdammter Witz sein? Echt jetzt? Gott, bist du schnell! Ist der Penner auch noch da? Oh, hi! Wir brauchen lieber die Pumpgun. Oh! Was? Och nö! Was? Scheiße! Och nö! Kann ich jetzt nochmal sterben? Au. Das war nicht knapp war. Ich muss weiter. Das würde ich auch sagen. So, 6 Minuten noch. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Hä? Verbindungsstecker. Ach, der braucht gleich 2 Plätze. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ach so, cool. Warte. So, der braucht gleich 2 Plätze. Ich weiß gar nicht, ob wir das Armband noch brauchen. Oder das Ding. Ja, ein Modulator. Nee, der ist nur fürs Labor. Sind wir noch im Labor? Eigentlich nicht, ne? Ich pack den mal weg. Obwohl, nee, das, ich glaube, das kann nur falsch sein. Eine Patrone, die brauchen wir jetzt so nicht. Hier haben wir nochmal 3 Patronen. Brauchen wir jetzt so nicht. Das Kraut brauchen wir nicht. Wir nehmen mit Patronen. Und... das halt. Weg. Weg. So. 2 Plätze haben wir frei. Und nochmal gucken, wie es ihm geht. Mr. Idiot Man. Können wir hier durch? Nee. Okay. Dann haben wir jetzt das Teil. Aber... stellt sich die Frage, ob das wie bei Resident Evil 1 einfach nur so eine Art Platzhalter ist. Ach, der kommt jetzt nochmal, ne? Ich meine, das wäre ja prädestiniert dafür, oder? Jetzt haben wir nämlich so einen Fahrstuhl mit viel Platz. Okay. Was zur Hölle? Tja, am besten jetzt noch beide. Wow. Was? Oh, Scheiße. Alter, Mr. X ist ein Tyrant? So ein verdammter Dreck. Du bist der Proband. Oh, shit! Ja, ja, ja. Guck mich an. Was tun? Kriegst gleich eine Erziehungsschelle von dem Typen. Alter. Junge, Junge, Junge. Also ich habe ja mit einem Kampf gerechnet, aber... was zum Teufel ist mit dir los? Oh.
Das gibt's doch nicht. Und jetzt fallen hier auch noch Hindernisse runter, oder was? So ein Scheiß. Okay, jetzt haben wir nichts mehr zum Heilen. Echt jetzt? Das ist doch so ein Scheißwitz, oder? Nee, überhaupt nicht gut. Ob wir das überleben? Also natürlich nicht, aber... Alter! Was zum Teufel? Genau. So, warte. Wir brauchen mehr Heilung. Bei den Armbändern bin ich mir echt nicht mehr sicher. Der ist nur nicht da. Also, nee. Die eine Patrone könnte doch wichtig sein. Schießpulver haben wir. Schießpulver und Schießpulver groß ergibt auch nur das eine. Ich glaube, das Messer, weiß nicht, könnte nicht mehr unbedingt von Nutzen sein. Granaten wären, glaube ich, nicht schlecht. Aber wir haben eine Platzverschwendung durch dieses hier. Ist egal, komm. Wir haben nochmal die Flintenmunition, damit wir gegebenenfalls was nachladen können. Eine Mac-Munition. Ich glaube, das Messer werfen wir weg. Oder nee, komm, das brauchen wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt brauchen. Wird mit Sicherheit nochmal wieder eine Gelegenheit geben, dass wir das irgendwie bekommen können. Blendgranate könnten wir vielleicht einen Dreier-Stack mitnehmen. Oh. Das packen wir weg. Weil ich gehe nicht davon aus, dass wir den Modulator da jetzt noch benötigen. Wie sieht das mit Heilung aus? Da haben wir jetzt gerade nur Kräuter. Aber ist gar kein Problem. Packen wir rein. Was? Warum können wir... Hä? So geht's nicht, oder was? So, dann packen wir das weg. Rotes Kraut raus. Ah. So. Kombinieren damit. Gut. Blindenmunition. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir mitnehmen können, soweit. Zweimal Heilung und so weiter. Dreimal Heilung, Entschuldigung, und so weiter und so fort. Das Messer haben wir jetzt doch behalten. Okay, dann ab ins Gefecht. Pumpgun nehmen. Und ab dafür. Kombos drauf. Okay, der macht wieder seinen komischen Hieb da am Boden. Oh, fuck! Verdammt! Nein, komm! Steh auf! Fuck! Und Scheiße. Aber jetzt sind schnellstmöglich zwei Steine runtergefallen. So, jetzt heilen wir uns. Wir nehmen einmal das erste Hilfespray. So, ausrüsten. So, ich glaube, das war schön. Nochmal. Jawohl. Hier, guck dir den Scheiß an. In your fucking heart. Die. Oh, oh, jetzt macht er den Scheiß wieder. So. Ach, das gibt's doch nicht. Kann man nicht ausweichen. Doof. Ja.
Warte mal. Ausrüsten. Ah, fuck. Das wollte ich. So, mal eben blenden. Ah, guck. No. Alter, lauf doch. Uiuiui. So ein Scheiß hier. Alter. Ah, jetzt macht er den Kack wieder. Ich hätte heilen müssen. Oh. Heftig, Junge. Heftig. Ja. Ich schlage vor, wir machen an dieser Stelle erstmal eben weiter. Nein, wir wollen den Modus nicht runterstellen. Wir machen an dieser Stelle einfach weiter und falls es der Fall sein sollte, dass die Folge zu lang wird, werde ich es hier jetzt schneiden. Gut. Ach, jetzt, oh, Mann, jetzt haben wir den ganzen Scheiß wieder dabei. Echt, warum hat er das jetzt nicht einfach so übernommen? Verstauen, so. Rotes Kraut, grünes Kraut. Kombinieren. Wir haben genug Schießpulver. Das ist echt. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß soll. So, rotes Kraut, grünes Kraut. Was wir gesehen haben, die Flashbang, die hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Kombinieren. So. Plupp. Mag-Munition, Flintenmunition. Mit dem Flammenwerfer, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das was bringt. Also irgendwie habe ich dieses Feedback dabei nicht. Ich glaube, dafür könnten wir lieber Pistolenmunition reinballern. Weil der Flammenwerfer echt stark ist an sich. Gut, dann sind wir ausgerüstet. Wir probieren es nochmal. Wir haben genug Granaten. So, nutzen. Wenn er das macht, dann kannst du auch nicht zurück, ne? Lauf. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Warum bleibe ich denn auch da stehen? Das ist deine Schuld. Alles deine Schuld. Deine verkackte Schuld. Nein, echt jetzt? Einfach nur Armstrecken oder was? Dumme Sau. Ja, genau. Warum wird er nicht von so einem blöden Stein getroffen? So, lauf weiter. Oh oh. Ach, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen, Spiel? Oh, oh, oh. Ja, genau. Schieb ihn zu mir. Troll, ey. Oh oh. Alter, fuck you. Echt mal. Wie steht's um unsere Gesundheit? Noch okay für... Mann. Ja, brüll du nur, du dumme Sau, ey. Spiel dich nur auf. Ist mir auch egal. Knall dich jetzt. Ach. What? Okay. Jetzt sind wir hier. Hey da. Das Ding denn hier? Ah, fuck! Keine Ahnung, aber nimm es! Deswegen haben wir auch den Platz bekommen gehabt. Vier Schuss! Hello, my friend! Let's go! Also, bleib tot.
Das bedeutet, Mr. X war die ganze Zeit Tyrant. Oh, Band? Hallo! der wird nicht wiederkommen, aber... Ich würde trotzdem ganz gerne die Waffe mal eben wechseln. Besser ist. 3 Minuten noch was. Gibt's hier irgendwas zu finden? Nö. 3 Minuten bis zur Detonation. Uiuiui. Tja, euch hat's zerrissen. Oh, unser Zug. Mist. Was? Nichts mehr aus. Oh. Also wer auch immer den Pferd hat, nicht auf uns gewartet. Was soll das denn? Das liegt in der Kiste. Unglaublich, aber ich vermisse sie. Oh. Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Und jetzt, liebe Freunde, haben wir das Spiel durch. Capcom Co. Ltd. Und unsere Credits laufen. Ja, sehr, sehr schön. Wow. Alter, Leute, bin ich geflasht, aber... Was mit dem Herzschlüssel? Was ist mit dem Herzschlüssel? Vielleicht können wir den als Leon gar nicht bekommen, sondern der ist Claire vorbehalten. Das könnte natürlich einmal sein. Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende. Schade. Super gutes Spiel, definitiv. Also, klasse Remake, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... Was jetzt natürlich noch relevant ist. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass wir wohl einen Mr. Raccoon übersehen haben. In Höhe des Alligators. Ich weiß, dass wo wir in der Polizeistation gewesen sind, wo es den ersten Safe unten in den Büroräumen gibt, dass da auch noch ein Mr. Raccoon steht. Den wollte ich eigentlich noch holen. Genauso wollten wir den Film noch entwickeln, den Fotofilm. Und... Das hätten wir alles machen können, bevor wir mit Ada in den Labortrakt gefahren sind. Also, als Entscheidung, die sie uns gegeben hat, natürlich völlig simpel und jetzt auch nachvollziehbar. Sie war endgültig. Also, wir haben uns dafür entschieden, in den Labortrakt zu fahren und konnten dann nicht mehr in vorher gelegene Areale zurückgehen. Und das ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt gedacht, so, okay... Wir haben die Möglichkeit, irgendwann noch da wieder hinzukommen. Ich wusste jetzt auch nicht, dass das Spiel so abrupt endet. Es ist in dem Sinne ja auch 20 Jahre her, dass man das Spiel gespielt hat. Ich dachte, da kommt noch was, dass man nochmal wieder zur Polizeistation hoch muss oder irgendwie sowas. Ist hier jetzt leider nicht der Fall gewesen. Aber ich finde es insofern nicht schlimm. Vielleicht ist es eine Sache, die wir dann mit Claire beispielsweise noch untersuchen können. Wenn ihr das... mit Claire in dem Sinne auch noch sehen wollt. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, mein Fazit ist, es ist grafisch echt super. Es ist ein geniales Remake von einem 20 Jahre alten Klassiker. Ja, ein bisschen umgeschrieben und so weiter und so fort. Ein paar Neuerungen, ein paar andere Sachen sind weggefallen. Wie gesagt, der Alligatorkampf in der einen Folge, habe ich erwähnt, ist normalerweise ein bisschen länger und man hat wirklich einen Kampf mit dem Alligator. Diesmal war es quasi mit der Granate oder mit irgendwas auf das Rohr schießen und der ist hin.
Aber der Effekt des Alligators, also als Schreckeffekt, als Teil der Angst, war auf jeden Fall da gewesen. Fand ich gut. Was mir nicht so gefallen hat, das sind diese Trial-and-Error-Passagen. Also das bedeutet insofern, wo wir mit Ada unterwegs gewesen sind. Oder die Sache mit dem Alligator mit Leon, das ja einmal nicht auswendig gelernt, wo du hast hinzugehen oder was. Hab's und du bist weg. Und mit ihr, dass du so schnell halt mit dem ja, mit dem Hacker Modul arbeiten musstest oder mit der Hackerpistole. Wenn du es nicht gemacht hättest, wärst gestorben, so wie wir auch das eine Mal da gestorben sind, wo Mr. X reingekommen ist. Solche Passagen finde ich dann wieder schade, die einen irgendwie um das ja, anständige Durchspielen bringen. Es war auf jeden Fall knackig, das Spiel gewesen. Das hat man, denke ich mal, auch bei den Bossfights jetzt sehen können, wo wir halt verstorben sind. Und ansonsten, die Zombies, die sind zwar langsam, aber trotzdem furchteinflößend. Das bedeutet jetzt insofern, man hat sie nicht mit ein, zwei Schüssen down bekommen. Das macht sie trotz, dass sie nicht so viel da gewesen sind, weit gefährlicher als, ja, als schlurfende Zombies, die nichts aushalten, sage ich jetzt mal. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch interessiert dafür, die Kampagne mit Claire noch durchzuerleben. Dann spielen wir daran noch weiter, denn für mich persönlich ist das Spiel an dieser Stelle noch nicht gegessen. Was ich noch hinzufügen kann, ist, Gerüchte tun sich natürlich auf, dass es dass ein Resident Evil 8 in der Mache ist und auch ein Resident Evil 3 Remake. Bin gespannt, ob das wirklich der Fall ist und dann auch irgendwann erscheinen wird. Ja, das war's soweit. Mein Fazit, ich habe andere Spiele noch nicht wirklich gesehen. Für mich könnte das hier Spiel des Jahres 2019 sein. Einfach weil es super inszeniert ist und auch emotional einen mitgenommen hat und so. Und ja, an dieser Stelle sage ich, genießt die restlichen Credits. Ich danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Als klitzekleine Kleinigkeit noch, wenn euch diese Let's Plays gefallen oder überhaupt die Let's Plays gefallen, hinterlasst gerne ein Abo, sprecht es weiter rum und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ihr unterstützt meinen Kanal damit sehr und zeigt mir, dass das Hobby auch euch Spaß macht. Also, vielen Dank nochmal. Ciao. Oh, was passiert? Was? So, Ergebnis. Kampagne abgeschlossen. Leon S. Kennedy. Spielmodus Standard. Gesamtzeit 10 Stunden 12, 54. Speicherzähler 20. Ranking C. Damit haben wir einen C-Rank erreicht. Finde ich jetzt nicht das Schlimmste. Weiter. Und da sind wir wieder im Hauptmenü.
Abgeschlossene Herausforderung. Sie haben ein neues Spiel, zweiter Durchgang freigeschaltet. Wählen Sie im Hauptmenü unter Kampagne aus. Das Spiel und bestimmte Abschnitte des Spiels unterscheiden sich vom ersten Durchgang. Das ist natürlich interessant. Wir haben hier noch weitere verfügbare Bonusinhalte, Kampagne, Online-Store, Optionen und so weiter und so fort. Aber für dieses Let's Play ist hier Ende. Ich danke fürs Zusehen. Schaltet wieder ein, wenn wir was Neues spielen. Also bis dann. Ciao.